Stuttgart wird gerade so einiges nachgesagt. Das neue Seattle zu sein zum Beispiel oder das neue Hamburg. Wir haben uns das mal vor Ort angesehen. Stuttgart. Bisher vor allem bekannt für seine niedrigen Arbeitslosenquoten, die Kehrwoche, Nobelkarossenbauer und das nicht ganz unumstrittene Bahnhofsgroßprojekt Stuttgart 21. Aber das ist zum Glück nicht alles. Seit einiger Zeit ist in Stuttgart auch schön zerschretteter Noise Rock zu Hause. Und diese Herren, die nerven. Ich habe so zwischen 2013 und 2014 in der abgefucktesten WG gewohnt, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und dort hatten wir ein schönes großes Wohnzimmer und da sind diverse Platten entstanden und diverse Songs und diverse Bands haben sich dort gegründet und da wurde viel Gras geraucht. Extrem viel Gras. Das täuscht nämlich alles, weil wenn hier wirklich jemand nach Stuttgart kommt, weil er irgendwie gehört hat, dass hier jetzt eine Szene floriert oder so. Also so jeder, der nach Stuttgart kommt, der würde erstmal sagen so, hä, und wo soll denn die bitte sein? Also so, man muss schon die richtigen Leute kennen, weil sonst irrt man durch die Stadt und regt sich nur auf. Okay, wir sind trotzdem mal hingefahren. Die richtigen Leute findet man zum Beispiel in der Möhringer Straße 83a, in den Milberg-Tonstudios, sowas wie das Hauptquartier der Szene. Hier entstanden zum Beispiel die letzten beiden Alben von Die Nerven. Gerade nehmen hier ihre Kumpels von Karies auf. Es ist hier so ein gewisser Kreis an Leuten, die einen ähnlichen Zugang, glaube ich, einfach zur Musik haben, die so vom Musikmachen her sehr intuitiv unterwegs sind. Und also das ist alles sehr überschaubar. Ja, ist irgendwie wie unter so einer Glasglocke. Und darüber hinaus begegnet man jetzt vielleicht nicht so irgendwie den Leuten, mit denen man sich das so vorstellen kann. Dass hier eigentlich jeder mehrere Bandprojekte gleichzeitig am Laufen hat, ist ganz normal. Wenn Drummer Kevin nicht bei Die Nerven spielt, spielt er in einer seiner drei anderen Bands, zum Beispiel hier bei Karies. War, dass wir ein anfangs zurückgelehnte spielen, also mehr den Pop rausholen und nicht so punkig. Und dann halt die Dynamik nach hinten. Wir haben ein Handy. Also die Aufnahme läuft und macht, was er wollt. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Komischerweise, vielleicht ist es die Stadt, die das herauffördert, diese Harmonien, aber es ist irgendwie schon, es sind Verwandtschaften feststellbar, auch wenn das für mich schon eine ganz andere Genreschublade ist, Karies jetzt im Vergleich zu Die Nerven. Aber dann werden die Sachen trotzdem gefärbt von einer ähnlichen Leidenschaft oder irgendwie so einem Herzgefühl und mag sein, dass das irgendwie der Stadt innewohnt, sondern es ist ultra melancholisch auf jeden Fall, das kann man schon sagen. Und insofern gleicht sich das nicht unbedingt, aber es hat irgendwie so einen ähnlichen Vibe.
Aus diesem Stuttgart-Vibe entstanden in den letzten Jahren DIY-Labels, eigene Festivals und Bands wie Humanabfall, Mosquito Ego oder Levin Go Slightly. Allerdings haben alle ein nicht ganz unwesentliches Problem: die Stuttgarter Mieten. Ich stehe abends auf und gehe morgens schlafen. Also Proberäume sind völlig überteuert. Da heißt es dann irgendwie, ja, wir sind ja hier in einer guten Lage in der Innenstadt und der Proberaum kostet 500 Euro. Muss ich immer irgendwie improvisieren, irgendwelche Nischen suchen. Und dadurch kommt auch irgendwie aber auch das Spontane und Intuitive irgendwie so dann auch zustande. Also, weil man auch schon ein Stück weit dazu gezwungen ist, es so zu machen. Dadurch beeinflusst es auch die Musik, die dann eben auch spontaner entsteht. Und also es hat irgendwie auch Auswirkungen einfach aufs Songwriting dann und auf die Atmosphäre von den Songs. Eine dieser wenigen Nischen ist diese hier. Ein stillgelegtes Gleis am Verladebahnhof für die Stuttgart 21 Baustelle. Ja, wir sind jetzt hier an den Waggons, hier in Stuttgart am Nordbahnhof, auf dem Nordbahnhofgelände. Haben uns hier vorbereitet auf unseren Studioaufenthalt, genau. Haben hier einen Platz gefunden, um zu proben, so 4-5 Tage. Also hier leben Künstler, auch in den Waggons, nutzen die auch als Ateliers. Hier, also so in dem Umfeld, haben sich auch die Nerven quasi kennengelernt. Also vor allem der Max und der Julian haben hier den Kevin kennengelernt. Wie lange dieses Bandbiotop noch bestehen bleibt, ist unklar. 2011 wurde teilgeräumt und irgendwann sollen auch die letzten Waggons weg für ein neues Wohnviertel. Ja, hier haben wir geprobt und unsere Songs geschrieben und erarbeitet. Sieht auch noch die Spuren. Ja, deswegen wichtig hier, sehr wichtig für uns, dass es das hier gibt. Das ist natürlich allen klar, außer der Stadtverwaltung. Ohne Freiräume keine Underground-Kultur und keine Stuttgarter Szene. Aber genau dieser alte Konflikt schweißt ja irgendwie auch zusammen. In meiner Generation sind die Leute auch alle nach Berlin abgehauen, weil sie gedacht haben, hier in Stuttgart geht nichts. Aber ich fand genau das immer den Vorzug der Stadt, irgendwie, dass in Stuttgart nichts geht, bedeutet, man muss es selber machen. Und automatisch, wenn man es macht, irgendwie, dann ist man quasi schon automatisch eine Szene und hat sofort irgendwie plötzlich auch also ein dankbares Publikum. Und natürlich nicht nur da. Allein im letzten Jahr waren die Nerven für 46 Konzerte in ganz Deutschland unterwegs. Wir sind da schon oft so belächelt worden als so die Kids, die halt irgendwie Lärm machen und die unverschämt sind und so. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl, so seitdem irgendwie wir hier in Berlin halt voll gut ankommen oder auch in München, in anderen Städten, erst seitdem findet man uns in Stuttgart auch gut.